Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier bei unserem Lager, da wir zuletzt die alte Zisterne gemeistert haben. Ich habe Lara nochmal wieder in ihr Whiteout-Jacket gestopft und sie ein bisschen umgezogen. Und jetzt geht's wieder raus. Hoffentlich. Oder geht's wieder rein? Wo darf ich denn mal hin? Wegweiser. Weise mir den Weg. Geht's hier wieder raus? Oder rein? Ich bin verwirrt. Wenn ich hier rausgehe, dann sieht das doch gut aus hier. So, von wegen rausgehen und so. Genau. Genau. Das sieht doch gut aus. Ich habe übrigens mich mit diesem Pfeilkram auseinandergesetzt und es ist halt echt so, dass ich einfach nur zwei verschiedene Tasten drücken muss, um den normalen Pfeil, den Giftpfeil abzuschießen. Ich habe aber halt immer gedacht, dass ich das hier wählen kann und das hat mich halt irritiert, weil, ja, also man kann ganz einfach schießen, aber was mache ich jetzt hier eigentlich? Wo will ich eigentlich? Ich will raus aus der Höhle. Fallen lassen. Ja, toll. Will ich das? Ich will das hier aber nicht. Ich werde sterben. Oder auch nicht. Und da liegt noch was. Habe ich nämlich von oben gesehen. Ein paar Münzen, die ich übersehen habe. Und ein paar Pfeile, die wir noch mitnehmen können. Und jetzt komme ich doch eigentlich wieder zum Lager. Ja, toll. Das hat total gut geklappt. Wo geht's denn raus? Und was ist mit der Mucke los? Warum ist die so mysteriös? Oder kann man hier irgendwo? Nee, ich gehe nochmal dahin. Ich muss da ja irgendwie wieder rausgehen. Kann ich hier tauchen? Ich glaube, ich muss doch hier irgendwie hochgehen können. Ja. Schön. Ah, hier. Hier ist richtig. Nicht nach links, sondern nach rechts gehen. Schön. Jetzt kann die mystische Musik auch aufhören. Ja. Soll ich jetzt nach oben oder nach unten? Ich weiß es nämlich nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Schön. Ich hoffe, wir kommen wieder raus. Ich glaube aber schon. Ich glaube, wir kamen von oben. Und ich hoffe, wir haben jetzt hier in dem Grab alles entdeckt. Ich gar keine Lust habe, da nochmal hin zu müssen. Wo, was mache ich jetzt? Aua. Jaha. Jaha. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg hinauszukommen. Aus der Zisterne. Oh, die Musik hört auf. Dankeschön, das war leicht nervig. Sowjetanlage. Ja. Hier nochmal umschauen. Haben wir hier alles eingesammelt gehabt? Nochmal hier unsere Special-Dingens. Sicht. Ich habe immer Angst, dass ich hier irgendwas übersehe. Und sehr schade, wenn das so ist. Und in den Ecken kann man so gut hier eigentlich überall was hinlegen. Und das Doofe ist, dass man sonst hinterher den ganzen Weg nochmal abklappern muss. Und das wollen wir ja nicht. Juhu!
Da noch was? Nein. Dann wieder hoch. Endlich. Es geht weiter. So. Das war das Grab. Und jetzt möchte ich den letzten Kommunikationskasten abschalten. Aber mir wird irgendwie der grüne Pfeil nicht angezeigt. Warum? Wir hatten doch noch nicht 555, oder? Das irritiert mich jetzt. Kann ich das irgendwie... Story-Einsatz hier. Und dann wartet Entdeckung. Steht das hier irgendwo? Das müsste doch hier eigentlich stehen. Das ist da, ja, das ist ja das Hauptziel. Aber ich möchte ja das andere machen. Mission, Herausforderung. Mission, Kommunikationsausfall. Das wollte ich. 4 von 5, sag ich doch. Zerstören Sie die Funktürme. Genau. So, aktiv setzen. Auf der Karte verstehe ich jetzt noch nicht gerade ganz, was eine Nebenmission, was Haupt ist, weil, ja, sind das die gelben Striche oder nicht? Kann man das hier noch irgendwie ausfahren oder so? Nein, okay. Datenkorruption, Meinungsverschiedenheit, ins Dunkel, Kampf um die Flagge. Okay, wir haben noch einiges zu tun, wie es scheint. Aber, ja. Und kannst du mir das jetzt, ich habe es doch aktiv gesetzt oder auch nicht aktiv gesetzt. Wo finde ich hier den anderen Kasten? Woher weiß ich das? Das wurde mir doch sonst immer angezeigt. Mit dem Grün. Kann ich hier jetzt was runterschießen? Immer? Nee. Nee. Das habe ich mich auch schon tausendmal gefragt, aber... Ja, zuletzt wurde mir doch nicht nur das Hauptziel immer anvisiert, sondern so, dass ich das andere auch machen kann. Stehe ich hier vielleicht vor allem noch nicht? Doch, den habe ich schon. Ich glaube, dafür muss ich irgendwo ganz woanders hinklettern. Das kapiere ich jetzt nicht, warum mir das nicht irgendwie einfacher gemacht wird. Aktiv setzen. Das da. Das möchte ich. Ah, okay. Ich sehe gerade, das ganz schwach grün leuchtet da bei dem Stern. Das heißt, ich muss nach rechts mehr. Aber das ist, ja, das ist dann zufällig wahrscheinlich einfach nur die Richtung von dem anderen. Nee, nicht mal. Oh Gott. Ich versuch's einfach mal. Ich laufe einfach mal. Da ist auch wieder das Lager. Dann wird der Typ ja jetzt gleich mal fragen, wie viele wir schon haben oder so. Das fragt er doch immer. Na, wo bist du? Speichert ja hier immer automatisch. Ich mach das mal einfach. Damit, wenn was passiert, dann bin ich hier. Hoffentlich. Ja, Gräber abgeschlossen. Truhen 2 von 14. Dankeschön. Da, jetzt wird es mir auch wieder angezeigt. Der grüne Kringel ist wieder da. Sehr schön. Da hinten irgendwo. Das nimmst du auch nochmal mit. Da oben ist der Kasten. Da sollen wir hin. Okay, schön. Dann schaffen wir das ja noch in diesem Part. Herrlich. Okay, dafür müssen wir hier an der Wand hochklettern. Das ist gut. Das kriegen wir hin. Wohin? Okay. Wo sind hier Wölfe? Die hört man hier immer auf einmal so voll stark manchmal in so Ecken. Und hier können wir uns durchzwängen. Mhm. Ist hier irgendwas? Ist auch wieder so eine Ecke, wo man schön was hinlegen könnte eigentlich. Aber tja. Ist nicht immer so. So, dann gehen wir mal nach links.
Mal gucken, ob hier was ist. Ja, ich bin sehr sorgfältig. Oh Gott, pass bloß auf. Ist der Kasten jetzt hier schon? Habe ich ihn schon übersehen? Wo ist er denn? Muss ich da oben hin? Wie mache ich das? Ja, ich höre die Stimmen. Ich höre schon Stimmen. Achso, ich kann hier rüber. Sag mir das doch einer. Da ist der Letzte. Wir haben ihn. Das war's. Ja, das Nest habe ich jetzt nicht mehr erwischt. So, da ist das Grab, da waren wir schon. Optionales Herausforderungsgrab, ja, ja, da waren wir ja schon. Und die Wölfe wieder am Start. Wo sind sie denn? Es ist, als ob die immer lauter hier werden. Wir waren schon in den Höhlen, wir waren schon in den Gräbern, wir waren schon in zwei Höhlen. Müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Ja, vielleicht. Mal gucken. Wäre auf jeden Fall spannend. Wo ist jetzt hier unser Typ, Freund? Komm mal. Guck mal, ich habe das gemacht. Red mal mit mir. Habt ihr es geschafft? Ja. Sind die Sender zerstört? Ja. Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn sie mit uns kämpfen, können sie das hier benutzen. Dietrich! Yeah! Yeah, ein behelfsmäßiger Dietrich, mit dem Lara Schlösser an einigen Truhen und Türen öffnen kann. Mission abgeschlossen, Kommunikationsausfall. Mehrere Missionen. Kehren Sie später zum Missionsgeber zurück, um Hilfe bei zusätzlichen Missionen zu erhalten. Missionen sind immer verfügbar, bis sie abgeschlossen werden. Aha. Aha. Hier, nimm mal mit hier. Nicht? Nicht? Achso, habe ich schon. Gut, dann nicht. Und dann können wir uns neue Missionen bei ihm auch noch holen, oder was? Hä? Hey. Hey. Red mit mir. Aber okay, dann nicht. Und noch ein bisschen Muni. Und dann, ja. Gehe ich nochmal hier zum Lager. So. Abgesichert. Und wie sieht's aus jetzt mit der Kiste? Dietrich. Halten Sie X gedrückt, um den Dietrich einzusetzen. Juhu! Halbautomatische Pistole, neue Ausrüstung erhalten. Na, das ist doch mal fein. Dann können wir es ja direkt hier wieder einsetzen. Läuft, ne? Können wir das noch nicht? Oder können wir nicht? Hm, muss ich mal hier wegschalten, weg von dem. Ich möchte... Möchte nicht dahin. Ich möchte Handfeuerwaffen und dann, genau, kann ich hier in die anderen rein. Halbautomatische Pistole, 3 von 4. Okay, nur noch ein Teil, dann haben wir unsere halbautomatische Pistole anscheinend fertig, was sehr gut ist. Die kann ja schon was, ne? Die Lara. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt diese ganzen Truhen finden, die noch hier übrig sind. Weil alles habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Toll wäre auch dieser Seilpfeil natürlich. Aber naja, man kann nicht alles haben. So, jetzt verirre ich mich hier wieder, ne? Genau. Kannst ja hier schon mal hochhopsen.
denke, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Na, ja, ich soll hier lang. Gut. Hauptquest. Willkommen. Kannst du da nicht hoch? Doch. Ja. Fehlende Ausrüstung. Na toll. Aber hier ist doch noch was. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Und noch so gut erhalten. Und soll ich jetzt hier wieder was finden? Oder nicht? Ich habe die Krone übrigens geschafft, zu enträtseln. Zeige ich euch gleich mal. Kannst du das so? Und dann machen wir mal nah ran. Ich weiß nämlich nicht, weil das hier Punkt, 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 ob man das noch näher rangucken kann, aber anscheinend nicht. Gut, ich lasse es einfach mal. Die Krone. Ich habe die Krone geschafft. Wo habe ich die Krone nochmal hier? Bei Relikten. Da. Da haben wir das hier mit der... Wo ist sie denn? Die Prinzenkrone. Die Prinzenkrone, da. Eine Krone. Von einem der Prinzen von Kiew. Genau, und dann sollte ich... Wie ist sie bloß hierher gelangt? Und dann habe ich hier einfach nur... Diese Stelle war wichtig, diese Bruchstelle. Und dann hat sie gesagt, ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. So, weil er halt dann so gestorben ist, dass die Krone kaputt gegangen ist. Fehlende Ausrüstung, ja, das weiß ich, aber... Aua. Soll ich auf den Baum klettern oder kann ich von hier... Ich bin mit... Ja, ich glaube schon, dass ich... So, und jetzt... Da so rein. Aha. Geht alles, ne? Genau. Schön hoch. Das ist immer gut. Und wieder zum Schneiden von Seilen wird das Kampfmesser benötigt. Auch schön. Wir sind auch wieder total falsch. Ich dachte, wir sind voll richtig, aber nein, wir sollen. Wir sollen da oben hin. Wie komme ich denn da oben hin? Und war ich hier in dieser Höhle schon? Oder nicht? Lass mal los. War ich hier schon drin? Ja, kann ich gar nicht, weil mir was fehlt. Die Sprengladung nämlich. Aha. Irgendwas muss ich doch tun können. Komme ich nicht weiter. Kann ich noch höher, genau? Dann komme ich vielleicht auf die Dächer und so. Oder? Nicht? Oder doch? So? Nee. Ah, ah. Nee, nee. Vielleicht bin ich auch auf der falschen Seite, um da oben hinzukommen. Es kann natürlich gut sein. Immerhin bin ich jetzt auf dem Dach. Hier war ich auch noch nicht. Da kann man an der Kletterwand hoch. Da kam ich nicht weiter. Hm. Wenn ich da bin, dann komme ich auf dem Ast, bin wieder hier. Das ist ja doof. Wie komme ich denn da hin? Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Ja, bin dabei. Klappt voll gut, wie ihr seht. Ah. Ah. Bin gerade... Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Vielleicht von da hinten rechts eher. Mit der Kletterwand. Ich gehe mal hier aus diesem Winkel raus, weil ich glaube, von hier schaffe ich es einfach nicht. Geh mal da hinten lang. Weiter, weiter, weiter. Wie, es kommen jetzt hier wieder irgendwelche Wölfe oder so. Und wir waren ja hier auch schon. Ja, die kannst du nochmal mitnehmen hier. Genau.
So, nach oben. Und dann gab es doch hier diese Kletterwände. Zu dem anderen Grab. Und wir sind damals dann wieder runtergegangen, wegen dem Grab und wegen den Kommunikationskästen. Aber ich glaube, wenn wir hier ein bisschen mal weiterklettern, könnte ich mir vorstellen, dass wir noch weiter kommen. Genau. Von hier kommt man nämlich besser weg. Genau. Ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Von hier ist es wesentlich leichter. Oh, da kann man ganz viel einschießen. Was kann man da machen? Kann ich da irgendwas... Nee, es würde dann... Und einschießen richtig geht auch wahrscheinlich nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Hier komme ich noch höher, aber irgendwie war ich da hinten ja auch noch nicht, ne? Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, das war klar. Guck nochmal hier, was ist. Aber außer dem Busch nix, außerdem ist alles voll. Sehr schön. Oh, ihr ist richtig kalt. Verständlich. Und noch was gefunden. Ja, hier sind wir auf jeden Fall, wo wir vorher noch nicht waren. Hier geht's auch irgendwo hin. Wo geht's denn hier hin? Wenn ich jetzt dahin hopse, finde ich dann irgendwas Schönes oder finde ich dann nichts? Irgendwas muss man doch hier finden. Bis auf ein doofes Nest wird es ja wohl noch was geben. Oder? Hier. Monolith. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Aha. Münzversteck entdeckt. Aber das hat sie doch nicht gemeint jetzt, oder? Münzversteck? Unerwartete Entdeckung. Nutzen Sie die Kommunikationskabel als Seilrutsche in die Gefängnisanlage. Und da steht jemand. Das macht mich leicht nervös. Ja. Gut. Man kann ja auch von hier hoch. Ist es Freund oder Feind? Freund oder Feind? Wir sehen es im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Bis dann!